Meine Damen und Herren, als ich mal in Mainz in der Fußgängerzone unterwegs war, kam so ein Trupp windiger Journalisten mit einer Kamera auf mich und sagte, hallo, wir wollen eine Umfrage machen, wir wüssten gerne von Ihnen als Lehrer, finden Sie gut, welche heute von seinem Land zurücktreten. Da war gerade diese ganze Nürburgring-Affäre, die ja schon mehrfach angesprochen wurde, die war da gerade aktuell, und da habe ich echt lange überlegt und habe dann gesagt, wissen Sie, ich finde eigentlich, das sollte er nicht tun. Ich habe hinterher diese Sendung gesehen, für die ich dann erfreulicherweise, ich habe gut wurde, mit schlechter Frisur und so, und dann hat der Journalist, der Sprecher, hat gesagt, wir sind jetzt auf die Straße gegangen und haben Leute gefragt, sollte Quebec zurücktreten. Und wir haben ein erstaunliches Ergebnis bekommen. So, und dann wurden dann nachher alle Interviewten eingeblendet, und das Witzige war, alle, die außer mir gefragt wurden, haben dasselbe gesagt wie ich. Jeder hat gesagt, wissen Sie, ich finde, Quebec sollte nicht zurücktreten, weil ich glaube, ein Politiker macht Fehler, ein Politiker darf irren, das ist menschlich und deswegen sollte er am Land bleiben. Und wir glauben, das ist genau das Bild von Politikern, das wir haben sollten. Wir haben uns hier in dieser Debatte um die Frage gedreht, mehrfach, was ist Politik, was ist eigentlich ein Politiker? Und wir sehen, dass hier die Bilder von Politiker doch sehr weit auseinandergehen. Die Regierung, das offensichtlich ist, hat den Politiker erstmal unter Generalverdacht gestellt und sagt, also Sie unterstellen Sie ein bisschen, dass Sie sich eigentlich alle bereichern wollen. Und ich glaube, Sie alle können Politiker auch nicht leiden. Das hat man sehr gut gemerkt, als Konrad von da gestellt hat, tatsächlich Konrad von Kultur spricht überhaupt nicht für deine Seite, dass es ja heute schon so ist, dass wenn irgendwie in Politik geklüngelt wird und so und jemand hat eine falsche Entscheidung getroffen, dass ein Sündenbock gefunden wird und der muss dann beschimpft und schon wieder davon gesagt und muss zurückgehen und Sie alle so, dann haben Sie nicht geklatscht und da habe ich gemerkt, Sie freuen sich, weil die Politiker eigentlich gar nicht leiden können. Wir glauben, das ist ein falsches Bild. Ich glaube, wir schon mehrfach an. Diese Opposition hat ein richtiges Politikerbild und sagt, wir glauben eigentlich, das sind Menschen, die Verantwortung für unser Land übernehmen. Das sind tatsächlich Leute, die dem Staat dienen wollen und auch dem Fortschritt. Deswegen halten wir diesen Antrag für falsch. Das erkläre ich noch einmal in der Gedanke von zwei Wort. Das werde ich noch mal erklären in zwei Punkten. Nämlich erstens, wie funktioniert die Politik? Und zweitens, was macht eigentlich so ein Politiker? Zur Frage, wie funktioniert eigentlich Politik? Also Anna und Marcel haben ja schon sehr schön dargestellt, was eigentlich Politiker wollen. Politiker sind dafür da, dass es für das Symbol des Landes zu arbeiten und das Land auch voranzubringen. Es kam ja schon mehrfach an, auch bei den Freien Rednern, dass es immer wieder Situationen gibt, überall im Leben, überraschenderweise auch in der Politik, die ganz schwer abzuschätzen sind. Krisen beispielsweise. Und Anna Marcel hat tatsächlich diesen Begriff des Try and Error eingeführt und hat gesagt, ich habe auch gesagt, nein, du kommst dann einfach auf eine Situation, also wenn du so am kommst, dann sagt wieder keiner vorher. Übrigens, ich habe gestern in eine Kristallkugel geguckt, in zwei Jahren gibt es eine Finanzkrise und dann machst du am besten das und das. Man kann einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, was man bewegt hält und man weiß einfach nicht, was dabei rauskommt. Das ist im Prinzip das, womit man sich als Politiker passiv auseinandersetzen muss, so Krisen, und da weiß man nicht, was dabei rauskommt. Viel drastischer ist aber eigentlich, dass Politik auch die Aufgabe hat, aktiv zu werden, neue Ideen voranzubringen. Und denken Sie mal zum Beispiel, vielleicht haben ja ein paar Leute gut im Geschichtsunterricht aufgepasst, es gibt Leute wie Friedrich der Große und Katharina die Große und Alexander der Große und Peter der Große, ganz viele Große. Und wen bezeichnen wir dann immer als der Große? Als der Große oder die Große bezeichnen wir doch immer Leute, von denen wir gesagt haben, die haben gute Ideen gehabt. Die haben einfach mal mutige Entscheidungen getroffen, auch Unbefehle vielleicht. Und die haben dann wirklich Reformen vorangebracht. Darum nennt man sie der Große. Und wir glauben, das ist eigentlich der Gag an Politik. Das hat Anna ganz klar gesagt. Es geht eigentlich um Innovation, es geht um Mut. Und das wird mit diesem Antrag ganz klar gebremst. Und Ronda, das war abenteuerlich, was du erzählt hast. Du hast gesagt, ja, ist doch toll, das ist doch im Sinne der Innovation. Endlich kommen jetzt mal Leute, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, weil sie mit ihrem Privatvermögen haften. Woraufhin wir gesagt haben, ja, die haben ja nicht mal einen Gewinn daraus. Das heißt einfach, was wir jetzt sagen, ist im Prinzip, jetzt kommen die Leute, die so richtig Zockernaturen sind. Und ich sage, nicht nur jetzt Zockernaturen, Leute, die echt Risiko eingehen wollen, auch noch irre Zocker, weil die haben ja nicht mal den Profit am Ende zu Hause. Das hat heute auch schon ganz klar in seinem Punkt gezeigt. Wir halten das für falsch. Wir glauben, vernünftige Leute sollten Politik machen. Ja, es gibt auch Leute, die machen tatsächlich Fehler, die sind vielleicht auch einfach schlecht. Aber dafür haben wir ja schon Strafen. Das haben wir ja schon gehört. Man kann Politiker ja auch abwählen. So eine Periode geht ja auch irgendwann mal vorbei. Und die Regierung hat uns nie erklären können, warum das eigentlich überhaupt nicht ausreichend ist. Das ist auch mehrfach schon gesagt worden. Und dann haben wir hier noch den Punkt des Sündenbocks. Das heißt, wenn du einen Fehler gemacht hast, und du hast ganz offensichtlich irgendwas falsch gemacht, dann bist du ja eh schon öffentlich ruiniert. Ich möchte wirklich nicht in der Haut von Herrn Wulff stecken. Also ich glaube, an dem hat man sehr gut gesehen, der ist ja gealtert und hat abgenommen, und Frau weg, Haus weg, Kind weg, alles ganz schrecklich, und jeder bemitleidet ihn. Das sind doch alles schon ganz, ganz schreckliche Dinge, meine Damen und Herren. Wir glauben, der Antrag macht alles noch schön. Wir, genau wie Menschen, haben Verständnis für Politiker, die Fehler machen. Aber warum hast du Verständnis für jemanden, der etwas entscheidet, ohne sich zu informieren, oder der gegen besseres Wissen eine falsche Entscheidung trifft? Ich bin total.
ich habe das eigentlich, ich habe mich vorher gar nicht richtig informiert und wir, glaube ich, haben bewusst eine Fehlerstellung gemacht, das ist doch wahnsinnig. Also insofern, dieser Antrag, der hat ja auch gar keinen, wie soll das funktionieren, kann gar nicht laufen. Meine Damen und Herren, was macht eigentlich der Punkt, glaube ich, dass dieser Wert wird überhaupt nicht? Das können wir jetzt wahrscheinlich vom Glocken und Ebenen, die könnten das alles viel besser beantworten, ich spekuliere es einfach mal. Ja, es gibt ja schon Leute, also ich glaube, Leute gehen in Politik, weil sie eigentlich schon an Macht und irgendwie an Strategie interessiert sind. Also vor allem an Machtstrategie eigentlich. Und ich glaube, das finden viele von uns schon irgendwie befremdlich. Also ich glaube, das macht total Spaß. Ich mache mir euch jetzt witzig vor. Aber grundsätzlich hat man eigentlich wenig Anreize in die Politik zu gehen. Das hat Marcel gesagt, und Johannes hat es auch gesagt. Das ist ein Dauerjob, man schläft, glaube ich, maximal irgendwie 4 Stunden und da ständig, also ja, irgendwie muss man halt selber mit dem Auto erfahren. Das fand ich auch ganz erschütternd. Ja, ich habe das schon gehört. Schweinbock hat das ja auch ganz richtig gesagt, jetzt zum blöden Zeitpunkt. Aber da hat er auch mal gesagt, ja, also Frau Merkel ist ja eigentlich viel besser dran als Sparkassendirektorin, sogar der bekommt mehr Gehalt als Frau Merkel. Also ich glaube, das ist eigentlich ein sehr unangenehmer Job. Also erstens mal, er ist anstrengend, zweitens ist ganz offensichtlich, da der Blumen, keiner kann einen Leiden, dann bekommt wenig Geld. Das heißt, wir brauchen aber diese Leute trotzdem, die sich das tatsächlich aufhören. Und ihr macht die Belastung für diese Leute ganz unglaublich hoch. Aber ich meine, wenn man ganz nett sagt, er lässt sich dann noch als Kanzlerkandidat nominieren, wenn man weiß, am Ende muss man für jede Fehlentscheidung finanziell aufhören, das ist doch dran. Dann sagt ihr, fühlt euch total schlau und sagt, oh, wir erhöhen aber die eben. Das ist doch krass. Und ich hatte ja gerade schon erklärt, Politikern geht es ja nicht um Geld, sonst werden sie ja offensichtlich in die Wirtschaft gegangen. Da gibt es nämlich viel, viel mehr zu holen. Deswegen werden wir die Diäten überhaupt gar niemanden erreichen. Das heißt, wofür führt eigentlich dieser Antrag? Dieser Antrag führt dazu, dass sowieso fast niemand mehr Politik machen will. Und die, die es dann machen wollen, sind entweder total irre oder sie sind Innovationsämter oder im schlimmsten Fall sogar mit beides. Das heißt, wir haben ja viel, viel Schäden durch den Antrag dieser Regierung. Eine Notwendigkeit wurde uns niemals aufgezeigt. Ich finde, das ist total offensichtlich, der Antrag dieser Regierung abzulehnen. Vielen Dank.